Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play. Jawohl! Und nach 300 Jahren, als ich... Also, Alter, was war das für eine Fahrt bis zu dieser Aufnahme? Was war das für eine Scheißreise? Ich hab mir... Ich erzähl das erstmal kurz. Ich hab mir Starbound gekauft. Oh, shit, warte. Vielleicht wär's mal besser, den Timer zu stellen, ne? Das ich hol dir auf den Arsch. Junge. Warte, das mach ich... Alter. Das mache ich jetzt nochmal schnell. So, Timer gestellt. Also, ich erzähle das jetzt nochmal kurz. Alter, was war das für eine Fahrt? Junge, was war das für eine Reise hierhin? Ich kaufe mir als erstes Starbound, starte es und es dauert einfach 100 Jahre. 100 Jahre dauert es, bis die Launcher überhaupt geladen ist. Denn auch 100 Jahre, um den Server zu machen. Eigentlich wollten wir den Server ja bei mir machen, aber es ging mir nicht, weil das 100 Jahre gedauert hat. Also ist das jetzt Dave's Server. Und es hat 100 Jahre gedauert, ich konnte es dabei noch nicht mal anmachen. Immer als ich Einzelspieler angeklickt habe, ist es abgestürzt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, mal Steam neu zu installieren. Also ich habe es deinstalliert, habe es neu installiert und habe dann nur Starbound installiert bis jetzt. Und, Alter, wie schnell das ging, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also für alle, die jetzt langsam irgendwie verzweifeln, weil das 1000 Jahre braucht, deinstalliert Steam nochmal neu. Ich weiß, möglicherweise, das kündige ich euch schon mal an, werden jetzt vermutlich meine Sachen bei DayZ und Rust weg sein. Das heißt, bei DayZ ist jetzt mein Sniper nicht mehr da. Und bei Rust der ganz andere Scheiß. Aber bei Rust haben wir ja den Vorteil, dass sich das... dass wir vielleicht möglicherweise genug Blueprints haben, etc., um mir die Sachen neu zu machen. Und wir müssen es dann natürlich auch neu finden, aber die Voraussetzung ist ja, dass es jetzt bei mir auch flüssig aber läuft. Möglicherweise ist das geklappt, ist ja bei DayZ trotzdem noch alles da, wegen, weil das ja alles mehr oder weniger aufs Ja, ja. So deswegen müssen wir gucken, ich weiß es noch nicht, wir werden das dann später nochmal ausprobieren. Aber Alter, die Voraussetzung ist halt, dass es jetzt mega klappt und Alter, wie flüssig das gerade läuft, ich bin so happy. Das okay, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, ich habe hier schon eine Kiste gefunden, noch zwei andere Kisten, hab mir schon etwas Wood gemacht, hab eine Stone Axe gefunden, weil ich in der Zeit mit zwei Tagen, wo es nicht geklappt hat, einfach nicht warten konnte. Und ein bisschen ja, und der liebe Dave war auch so freundlich, uns den Tank hier voll zu machen. Der Tank ist... Ja, ja. Und im Übrigen... Junge, ich muss dir noch was vorspielen. Im Übrigen hat der liebe Dave auch eine E-Gitarre gefunden, mit der man richtig abrocken kann. Ich nehme mal das letzte. Warte, ich suche mir mal... Ich nehme mal das letzte Lied. Okay, ich nehme noch nicht das letzte Lied. Muss eins nehmen, das heißt irgendwie mit Elektro und das geht ab. Elektro... Oh, jetzt fängt er endlich an. Okay, das ist wohl ein Lied, das man mit anderen spielen kann. Jawohl, wie happy. Junge, ich bin auch so... Ah, da war Electric Bass. Okay, jetzt kommt Electric Bass. Der Taschenlampe, Junge. Der Metal-Vogel. Der Metal-Bird. Ich mach den Moonwalk. Erstmal was Schönes, Entspanntes. Okay,
Okay, dann gehen wir mal runter. Das war jetzt genug, Alter. Ich bin... Tut mir leid, dass ich mir jetzt die ganze Zeit Lieder vorgespielt habe. Ich bin einfach... Und poisoned! Whee! Das war ja mal wieder klar. Junge, tut mir leid, dass ich euch jetzt die Ohren mit dem... Ich mach mal in die Richtung. Dass ich euch die Ohren damit vollgedröhnt habe. Ich bin einfach nur so happy, dass ich endlich spielen kann. Das glaubt ihr mir nicht. Glaubt ihr mir? Junge, wie lang dauert das denn? Alter. Fäll du mal die Bäume, ne? Du hast ja die Sache. Du hast ja deine wunderbare Axt. Ui! Matrix-Style. In der Luft, in der Luft. Komm. Das nächste Mal. Ich liebe das, wenn man bei Gegnern dann so währenddessen in der Luft rumspringt. Einfach so. So. Oh, Junge. Oh, was haben wir denn hier? Toll, es ist leer. Junge, scheiße. Ich nehme mal die Sachen hier mit, ne? Rotten Bastard Squad. Hier, ich kann dir das geben. Warte, warte, mach. Ich glaube so, ne? Warte. Und wir nehmen alle Sachen natürlich mit. Hier. Warte, ich gucke es mir mal an. Wie war nochmal. Ah, Inventar war hier auf I, ne? Jo. Dann ist noch etwas. Platium, ja. Warte, ich guck mal, Image Passing, yo, das ist deutlich besser. Warte, ich nehme da mal mein altes Schwert raus. Oh, komm, wir müssen alles schön mitnehmen. Auch diese Teile hier. Warte, du hast die Teile da oben vergessen. Ja, bau du das mal. Ja, okay, Junge, du hast eigentlich die Axt, aber Kopf hoch. Junge, mit der Axt kann ich noch nicht... Kann ich das hier nicht abbauen? Ja, stimmt. Dafür brauchen wir dann noch eine Spitzhacke. Ja! Und direkt am Anfang. Ich nehme auch noch die Türen mit, ne? Ja, und direkt am Anfang von Starbound. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, das jetzt zocken zu dürfen. Eigentlich dachte ich immer, Starbound. Naja, das Spiel. Oh, es fängt an zu schneien. Das Spiel sieht jetzt nicht so besonders aus, doch dann, wenn man es zockt. Komm mal zurück, komm mal zurück. Völlig Spaß. Komm mal zurück. Ach, nein. Nein. Junge. Komm mal zu mir. Warte mal, ich bereite hier nämlich gerade was vor. Komm mal zu mir. Oh, das hakt jetzt gerade ein bisschen. Vermutlich wegen dem Schnee. Bist du bereit? Jawohl, gut, komm. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin. Alter, ist das ein geiles Gefühl, endlich Starbound spielen zu dürfen. Ich muss gestehen, ich habe es mir die ganze Zeit vom lieben Gronkh angesehen, um Turbinator. Ja, da erlaube ich es mir jetzt erstmal auch noch ein bisschen Werbung für... Und der Wichser springt nicht. Shit, ich brauche Bandagen. Alter. Ich muss mal hier eben in den Optionen die Musik ein bisschen leiser machen. Ja, okay. Oder ich mache sie einfach mit meinem Headset leiser. Ich weiß es leider auch nicht, ob ich jetzt laut genug für euch bin oder nicht. Deswegen... Wirst du die Folge eigentlich noch heute rendern und morgen hochladen oder so? Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Heute nicht mehr, du hast doch gedacht, du schaffst das. Ja, aber wir haben jetzt so mega lang dafür gebraucht. Ich glaube nicht, dass es noch hinhaut. Aber normalerweise hätten wir auch bis jetzt gezockt. Jawohl, eine Karotte. Also, von daher. Ich muss gucken. Vielleicht ja, aber jetzt erstmal auf jeden Fall ein paar... Ey! Ich bin gleich tot, wenn er mich einmal trifft. Matrix-Style! Aus der Luft gefischt. Wie ein Schweizer Käse. Oh, und erstmal ein paar Karöttchen.
Jo, und nachdem wir auch diese große... Und vergiftet und sicher gleich tot. Jupp, tot. Und jetzt könnt ihr euch mal wunderschön ansehen, wie man hier wieder spawnt als Vogel. Ein Ei. Ein Ei. Da ist ja ein Küken draus geschlüpft. Oh, das Küken ist so putzig. Wow, das Küken wird hässlich und groß. Oh, yo, und da starte ich in meinem wunderschönen, bescheidenen Haus. Schiff, aber ich beam mich mal zu Daves Schiff, denn wir machen das hier alles auf seinem Schiff, obwohl ich mein Schiff wesentlich besser finde. Ja. Und ich finde irgendwie dein Schiff, also du bist ja ein Roboter, ne? Ey, ich bin auch abgekannt. Du bist ja schließlich ein Roboter. Ich find's doch komisch, dass dein Schiff irgendwie so mittelalterlich aussieht. Keine Ahnung. Okay, erkunden wir mal weiter den Planeten. Wir müssen gleichzeitig vorgehen. Lass mal nach rechts laufen. Warte mal. Ich stelle mal eben noch die Drohnen, die ich gefunden habe. Hier eine. Hier eine. Nein. Wie machst du das nochmal mit dem Weinen? Auf den Pfeiltasten, ne? Ja. Also bei mir kommt dann nur, wenn ich eine Pfeiltaste drücke, was? Eigenartig. Oh, ich leg das, was ich nicht brauche, erstmal weg. Geil. Wie geil, da ist gerade ein Viech gestorben, weil... Nein! Oh, ich bin vergiftet wegen einem Furz in der Brandung, toll. Komm mal runter. Aber warte, ich komme auch noch mal hoch. Ich habe hier nämlich ein paar Sachen. Oh Mann, ich lande jetzt andauernd und deinem. In meinem Raumschiff. Warte mal. Ich probier mal was. Okay. Blöd. Was? Egal, ich mach mal wieder ein bisschen auf. Ja, warte, ich hab was. Ich hab was für uns. Die ganze Turnier sieht scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Setz dich hin. Junge. Ja. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Mach mal das Holz weg. Und nimm mal was aus dem Hintergrund dafür. Also dieses normale Teil hier und ersetzt das durch Holz. Also dieser braunen Stäbe... Da kann man ja trotzdem keine Kiste hinsetzen. Ja, kann man nicht, aber sieh mal nur, wie das aussieht, einfach nur. So, warte mal. Ich nehme den Stuhl nochmal mit. Nee, ich will das schon so lassen, wie es ist. Ja, falschen. Okay. Alter, was hast du da alles mitgenommen? Ich hab doch gesagt, dass ich die Sachen aus dem Labor mitnehme. Okay, hier ist aber noch nicht genug Platz, darum tue ich dir einfach mal hier eine Kiste rein. Ja, so. Warte, ich mach jetzt Platz. Da kommt das hin, der Bildschirm, der Stuhl. Und... So, ich habe da jetzt erstmal die ganzen Sachen einfach reingetan. Wir machen das auch später nochmal ein bisschen ordentlicher. Oh, das muss hängen. Das muss hängen. Das muss definitiv, das muss ganz oben an der Wand hängen. Genau über dem Eingang, wenn man dann so spawnt. Zum Banana. Banana. Warum tust du die Teile da drauf, die Truhen auf dieses Holzteil? Junge, weil die hier unten stören. Ja, Junge, mach das Holzteil weg, wir haben hier ja diese Teile. Diese, da habe ich die noch im Inventar. Hä, wo sind die? Ah, ne, die müssten da sein. Ja, genau. Hier, ich tu die in die Kiste rein, dann siehst du die selber. Hier, in der kleinen. Die habe ich ja auch mitgenommen. Ja. Dann mach das weg. Hä, warum kann ich das nirgendwo draufstellen? Ich will das da hinstellen! Ich will das da hinstellen! Stelle
Scheiß Junge, dahin! Das ist nur so ein Pflanzenzuchtteil, das kannst du ja nicht hinstellen. Hey! Scheiße. Okay. Was ist mit der Folge? Wie lange läuft die schon? Keine Ahnung, ich guck mal eben. So ein bisschen mal. In 4 Sekunden läuft die Folge ab. Deswegen würde ich mal sagen. Jo, hier haben wir den Timer. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Alter, in der nächsten Folge werden wir endlich mal was Ordentliches machen. Oh, da fliegt der. Oh, Matrix-Style. Auseinandergenommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound. Ciao, Leute. Danke fürs Zuschauen.